Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus sind derzeit auf der ganzen Welt zu spüren. Es schadet den Menschen, beeinträchtigt unseren Alltag und trifft unsere globale Wirtschaft. In dieser Krise stehen für uns als Unternehmen die Menschen im Mittelpunkt. Unsere Mitarbeiter, unsere Partner, unsere Kunden. Wir legen alle sehr viel Wert darauf, dass wir unsere Mitarbeiter schützen. Fast alle Unternehmen haben dafür zahlreiche Maßnahmen eingeführt. Auch wir bei Giesecke und Devrient. Gleichzeitig müssen wir aber auch dafür sorgen, dass unser Geschäft so gesund bleibt, wie es in dieser Situation nur möglich ist. Die Zielsetzung lautet, auch in schwierigen Zeiten den Kunden der bestmögliche Partner zu sein. Um diese geschäftliche Kontinuität zu garantieren und gleichzeitig den Schutz und die Gesundheit der Mitarbeiter zu fokussieren, bedarf es neuer Wege und Lösungsansätze. So setzen Unternehmen in der Corona-Krise verstärkt auf digitale Arbeitsformen, gerade weil viele Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Drei Aspekte, und dies ist sicherlich nicht abschließend, sind dabei zu beachten. Erstens, der erste Aspekt ist der Einsatz von erprobten digitalen Technologien für Kommunikation und Zusammenarbeit. Die Anzahl der Technologien und Plattformen ist hoch. Letztlich werden aber nur wenige gut funktionierende Applikationen benötigt. Die Corona-Krise zwingt uns sozusagen, in die praktische Nutzung dieser Anwendung zu gehen und die Prozesse und Workflows stärker zu digitalisieren. Diese Digitalisierung der Arbeitsumgebung wird viele Unternehmen dauerhaft verändern und beeinflussen. Zweitens, die Sicherheit in der Informationstechnologie ist zu gewährleisten. Die Digitalisierung bringt zweifelsohne massive Vorteile, aber ohne eine starke IT-Sicherheit birgt sie auch Gefahren und Risiken für Unternehmen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI, hat kürzlich eine explizite Warnung vor Cyberkriminellen ausgesprochen, die die Corona-Krise ausnutzen. Es geht insbesondere um gefälschte E-Mails oder Webseiten, bösartige Anhänge und Falschmeldungen. Es besteht derzeit eine erhöhte Gefahr von gezielten Attacken auf Privatpersonen und Unternehmen. Für den schnellen Erstschutz der Unternehmens-IT geben etwa das BSI selbst, die Allianz für Cybersicherheit oder auch das Münchner Sicherheitsnetzwerk gute Tipps und Hinweise. Bei uns im Unternehmen gibt es eine hohe IT-Sicherheitsanforderung. Wir haben bereits seit vielen Jahren standardisierte IT-Sicherheitstechnologien eingeführt. Bei allen Computern, mit denen von zu Hause gearbeitet wird, sind besondere Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet. Drittens, die Digitalisierung der Kundenbeziehung. Digitale Kundenansprache, ein digitaler Verkaufsprozess oder digitale Produktannahmen sind in vielen Branchen weder angedacht noch Praxis gewesen. Es entstehen in dieser Zeit viele neue, pragmatische Formen der Zusammenarbeit. Spätestens jetzt weichen die Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung der Einsicht, dass digitale Kanäle notwendig sind, um Kundenbeziehungen zu erhalten. Ich bin mir sicher, dass unsere Erfahrungen während dieser Krise daher auch einen positiven Einfluss haben werden, auf die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten. In diesem Sinne liegt in der Corona-Krise auch eine Chance. Gleichermaßen wünschen wir uns eine Transformation der öffentlichen Verwaltung. In Zeiten des Social Distancing besteht immer noch die Notwendigkeit, Behördengänge zu erledigen. Wir brauchen also eine verstärkte Maßnahme, um E-Government und die Digitalisierung der Bürgerdienste in Deutschland zu etablieren. Dafür braucht es natürlich vertrauenswürdige und sichere Wege zur digitalen Authentifizierung und Kommunikation. Es gibt die notwendigen Technologien, es gibt auch hervorragende deutsche IT-Sicherheitstechnologien und das dazugehörige Know-how. Wir müssen es also nur anpacken. Ich glaube, dass es dafür Geduld, Energie und Konzentration brauchen wird. Insbesondere aber Kollaboration. Kollaboration zwischen Unternehmen, aber vor allem auch mit der öffentlichen Hand und Institutionen. Zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank.